Was geht ab, meine OZ-Fighter, Ozeria, und auf Dragon Ball Legends gab es ein großes Update. Wir befinden uns nun auf der Version 1.30.0. Dementsprechend kamen wirklich viele verschiedene und geile Dinge rein. Wir haben zum einen natürlich den neuen Gogeta am Start. Wir haben neue Story Events am Start. Wir haben einen neuen Modus Ultra Dimensions Rush. Wir haben Legends Road von Gotenks. Wir haben eine Suchfunktion, um es einfach zu sagen. Die gucken wir uns gleich an, die ist wirklich sehr gut geregelt. Und wir können nun Ausrüstungen erwecken. Deswegen gucken wir uns heute alle Informationen und Details an, Freunde. Wenn ihr für Gogeta Sum werdet, die Sum-Details für Gogeta werden wir uns gleich auch noch angucken am Ende des Videos, dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Glück. Wir werden, beziehungsweise ich werde die Tage dann sammeln und wir müssen, beziehungsweise wir werden hier erstmal in diesem Video alle Infos und Details uns ansehen, weil das wird auf jeden Fall auch, denke ich, eine gute Zeit in Anspruch nehmen, denn es gibt wirklich viel zu besprechen und Wichtiges zu besprechen. Also, legen wir mal los. Zum einen ist natürlich jetzt vom Free-to-Play Broly die Events sind zurückgekehrt, sei es Story-Event oder sein Rising Battle. Zum anderen haben wir ein neues Story-Event vom Super Saiyan Broly. Das macht ihr am besten mal, geht rein, checkt euch die Mission ab. Da gibt es wirklich sehr gute Missionen aus solchen neuen Story-Events immer zu holen. Geht bis zum 17.04. an der Stelle. Es gibt auch Ausrüstungen, sind wirklich gute Ausrüstungen an der Stelle. Zum einen natürlich hier für Super Saiyan fusionierte Charaktere oder das speziell für Gogeta, weil es zählt für fusionierte Charaktere und blaue Charaktere, also in dem Fall in Gogeta, um es einfach zu sagen. Ansonsten haben wir hier noch, ja, Shop-Sortiment wurde geändert, könnt ihr euch gerne abchecken. Wir haben einen Login-Bonus, Freunde, loggt euch am besten in den nächsten 7 Tagen ein. Gibt es wirklich sehr Gutes zu holen, unter anderem sind das die Sachen, die hier gelistet sind. Und am 7. Tag speziell bekommen wir Brolys Kampfanzug für unser Boy Charlotte. Das nimmt es am besten einfach mit, einfach einloggen, wir bekommen wirklich gute Crystals, gute Energie-Coupons, Freipässe und so und so fort. Ist quasi das Finale von der Dragon Ball Super Broly Film. Und ja, wir haben immer noch kein Gogeta Blue, Freunde. Es ist ein Base vom Gogeta, der sich zu Super Saiyan Gogeta während des Kampfes transformieren kann durch die Main Ability. Ich denke, ja, ich will nicht sagen, dass sie vielleicht Gogeta Blue für das einjährige Jubiläum aufbewahren. Das Jubiläum ist laut Wikipedia am 17. Mai. Könnte aber auch sein, dass sie, also was ich mir eher denke, ist, dass man erstmal darauf wartet, dass man an sich Blue-Charaktere raushaut. Der hat zum Beispiel Goku Blue oder Vegeta Blue, bevor man Gogeta Blue raushaut. Also an sich diesen, vielleicht gibt es ja neuen Tag, so wie bei God gab es ja God Key und so und so fort, Freunde. Deswegen denke ich, ja, man bewahrt einfach Gogeta Blue noch auf. Im Endeffekt, wann das passieren wird, sicherlich irgendwann, aber wann kann ich euch nicht sagen. Vielleicht zum Jubiläum, wie gesagt, im Mai, wenn es quasi der Fall sein wird. Wenn nicht, dann wann anders. Aber aktuell haben wir einen Base von Vegeta, der sich zu Super Saiyan Gogeta transformiert wegen des Kampfes durch die Main Ability. Dieses aber wirklich auch sehr gut. Gucken wir uns gleich im Endeffekt an. Legends Road Gotenks ist online, Freunde. Quasi auch Legends Road zu einem Free-to-Play-Charakter. Free-to-Play Gotenks, das gucken wir uns gleich genau an, um es kurz zu sagen. Gibt es ja hier Bronzemedaillen, Silbermedaillen, Goldmedaillen, wie man es aus den letzten Legends Roads kennt von Goku Classic oder von Trunks. Die könnt ihr dann eintauschen gegen eben Gotenks selbst oder die Seelenfragmente von Gotenks, aber auch gegen andere Sachen. Die gucken wir uns gleich etwas näher an. An sich wäre es gut, also man kämpft in diesem Legends Road von Gotenks gegen blaue Charaktere, wäre es dementsprechend gut, wenn ihr grüne Charaktere mitnimmt. Aber gucken wir uns gleich genauer an. Und wir haben dann noch hier Ausrüstungserweckung, das gucken wir uns gleich genauer an. Wir machen mal das Tutorial mit Meister Kaio am Anfang. Und Ausrüstungserweckung, um es einfach zu sagen, man braucht, also wenn man eine Ausrüstung hat, in dem Fall wie zum Beispiel hier ein Beispiel, das von Beerus, dann braucht man, beziehungsweise was kann man mit dieser Ausrüstungserweckung machen? Man kann Ausrüstungen buffen, ja, man kann ihre Stats, sag ich mal, erhöhen von den Ausrüstungen durch diese Ausrüstungserweckung. Dafür braucht man zum einen einen Speicher, man braucht aber auch Materialien, wie zum Beispiel diese Slots hier, Fragmente heißen sie, um dann quasi letztendlich die Ausrüstung zu erwecken, um sie zu buffen. Aber das gucken wir uns gleich näher an, wie genau das funktioniert und woher man diese Speicher etc. bekommt. Aber ihr seht es auch schon, die Speicher bekommt man aus dem neuen Modus Ultra Dimensions Rush und mit diesem Ball, beziehungsweise aus diesem Ultra Dimensions Rush bekommt man hier das in der Mitte gelistet, ich nenne es einfach mal Crystal, ist eine neue Währung, das kann man dann eintauschen in der Tauschbörse gegen eben zum Beispiel Speicher und mit diesen Speichern kann man dann Ausrüstung erwecken. Was ist denn dieses Ultra Dimensions Rush? Um es einfach zu sagen, diejenigen, die es aus Dokkan Battle kennen, ist es ähnlich wie das Battlefield. Was heißt das? Es ist ein Raid. Ihr könnt Step by Step kämpft ihr gegen verschiedene Gegner, aber ihr könnt quasi nur, beziehungsweise ihr könnt mehrere Charaktere mitnehmen, aber wenn ihr einen Charakter schon benutzt habt, dann könnt ihr sie im nächsten Kampf nicht mehr benutzen. Und ihr seht es schon quasi, das sind so die Stufen von F bis Z, wenn das alles holt, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind. Und
Unter anderem sind da quasi auch die Rush-Medaillen, die ihr eintauschen könnt gegen Speicher und die Fragmente bekommt ihr auch an der Stelle. Gucken wir uns gleich auch kurz an. Wäre wahrscheinlich eher so eine Thematik in dem Stream, wo wir dann mal ein ganz komplettes Run machen. Ist wie gesagt quasi ein Raid. Step by Step kämpft ihr gegen andere Gegner. Ihr müsst euch hochkämpfen. Wenn ihr aber einen Charakter schon benutzt habt, dann könnt ihr ihn im nächsten Kampf nicht benutzen. Genau. Ja, letzten Screen Banners live müssen wir uns nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Das Banner von Goethe ist ebenso live. Das gucken wir uns mal am Ende an. Zuvor lasst uns erstmal die neuen Sachen betrachten, die hinzukamen. Nun zum einen, lass uns erstmal die neuen Events uns ansehen. Ultra Dimensions Rush, wie gesagt, Legends Road Gotenks. Search-Spiele sind jetzt open, Freunde. Stage 40 bis 50 wurde hinzugefügt. Wenn ihr bei den Search-Spielen Stage 50 schafft, bekommt ihr aus der Mission 1000 Z-Crystals, also Zeitkristalle. Legends Road Gotenks. Nun, wie gehe ich in dem Legends Road vor? Ich mache das immer so, wenn ihr bessere Vorgehensweisen habt, könnt ihr es uns gerne wissen lassen. Ich mache es aber so, aus diesem Legends Road könnt ihr euch ja quasi den Free-to-Play Sparken Gotenks holen. Kampf 1, droppen hier an der Stelle die Bronzemedaillen, Kampf 2 die silbernen und Kampf 3 die Goldmedaillen. Was ich immer mache ist, ich mache erstmal alle Herausforderungen von den jeweiligen Kämpfen. Also jetzt bei Kampf 3 habe ich das noch nicht gemacht. Bei Kampf 1 zum Beispiel habe ich alle Herausforderungen gemacht. Dementsprechend kann ich jetzt hier mit meinen Freipässen hingehen und einfach mal das mit den Freipässen spielen. Und dann bekomme ich hier quasi im Gegenzug dafür Bronzemedaillen. Was ich jetzt erstmal mache mit diesen Bronzemedaillen, ich hole mir jetzt erstmal eine gute Anzahl an Bronzemedaillen. Warum? Denn ihr habt schon gemerkt, zum einen braucht man Freipässe und natürlich man braucht Energie. Mit diesen Bronzemedaillen gehe ich jetzt erstmal in die Tauschbörse her von dem Legends Road. Ich sag mal, ja, ich habe jetzt hier 100 Bronzemedaillen angesammelt und hole mir noch nicht die Siegkräfte vom Gotenks oder die Seelen, sondern ich hole mir erstmal Energiecoupons und Freipässe. Ja, in dem Fall kann ich hier zum Beispiel bis zu 10 Energiecoupons holen. Ich hole mir erstmal die Energiecoupons. Warum? Ein Energiecoupon tut euch wieder 5 Stamina auffüllen. Und dann hole ich mir noch quasi mit den weiteren Bronzemedaillen die Freipässe. Ob ihr alle holt oder nicht, müsst ihr euch selbst überlassen. Es sind im Endeffekt 250 Stück. Aber ich hole mir mal einfach hier die Freipässe an der Stelle. Warum? Weil dann tue ich mir erstmal Ressourcen sammeln, sodass ich dann einfach nebenbei mit den Freipässen mir die Medaillen farmen kann und im Endeffekt dann die Siegkräfte von Gotenks holen kann. Im Umkehrschluss, was heißt das? Ich habe jetzt hier mir Freipässe geholt, ich habe mir Coupons geholt, heißt, ich kann jetzt weitere hier mit den Freipässen weitere Medaillen mir erfarmen. Wenn ich keine Stamina habe, so wie jetzt gleich, dann setze ich eben diese Coupons ein, die ich mir gesammelt habe, fülle wieder mein Stamina auf, nutze dann wieder die Freipässe, bis ich eine schöne und gute Anzahl an Bronzemedaillen gesammelt habe, sodass ich dann mit allen Bronzemedaillen alle Siegkräfte und alle Seelen von den Gotenks holen kann. Wenn ich mit den Bronzemedaillen nichts mehr holen kann, mache ich das gleiche dann eben diesen selben Rhythmus mit den Silbermedaillen und dann mit den Goldmedaillen. Das ist so quasi meine Vorgehensweise. Wie gesagt, zum Beispiel, ich habe jetzt kein Stamina. Ich lade sie aber jetzt wieder auf mit dem Energiecoupon, habe wieder 5 Stamina, gehe dann mit den Freipässen her und farm mir weitere Bronzemedaillen, die ich dann im Endeffekt quasi dann gegen die Siegkräfte Bronze, also durch die Bronzemedaillen von Gotenks mir hole. Und das wiederhole ich dann für die Silbermedaillen und für die Goldmedaillen. Das ist so meine Vorgehensweise, Freunde. Und ich benutze da auch Kampf 1, Kampf 2 und Kampf 3. Und nicht die drüber, weil die drüber sind, glaube ich, 2, kosten 2 Energie. Aber ihr könnt uns gerne wissen lassen, welche Vorgehensweise ihr habt. Das ist so meine Vorgehensweise, die ich so in den letzten Legends Road benutzt habe. Genau, Ultra Dimensions Rush. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick rein, beziehungsweise gucken uns nur das Tutorial von Kayo an, was sie denn zu wissen gibt. Unser Ultra Dimensions Rush ist ein Ort, an dem du deine Verbündeten mobil machen und gegen starke Gegner antreten kannst. Alles klar. Ultra Dimensions Rush, Freunde. Hier ist ein Modus, in dem die eigenen Charaktere eingesetzt werden, um die Stufen innerhalb eines Rush zu kämpfen. Im Ultra Dimensions Rush kann ein Charakter, der einmal im Kampf eingesetzt wurde, ab dem nächsten Kampf nicht mehr verwendet werden. Richtig, genau. Zudem, um im Ultra-Dimensions-Rush einen Kampf zu gewinnen, müssen alle gegnerischen Kampfmitglieder besiegt werden. Konnten nicht alle Gegner besiegt werden, wird der Kampf als verloren gewertet. Informationen über die Lebensenergie jedes Gegners werden jedoch übernommen. Verstehe, okay, also das bleibt dann so. Und dann, wenn ihr wieder reingeht, könnt ihr dann quasi ab dem Zeitpunkt wieder kämpfen gegen den Gegner. Das ist wie im Battlefield von Dokkan, sag ich mal. Dann behält der Gegner quasi die HP, die er zuvor hatte. Und ihr könnt ihn dann quasi mit dieser HP versuchen zu besiegen. Innerhalb mancher Stufen sind spezielle Regeln vorgegeben, die es notwendig machen, die Gruppe entsprechend bestimmter Zugehörigkeiten oder Charaktere anzupassen. Durch das Abschließen von Stufen und Herausforderungen können Punkte erhalten werden. Wenn die in allen Stufen erhaltene Gesamtpunkte einen bestimmten Wert übersteigt, können Punkte Belohnung erhalten. Also ihr merkt es auch schon, verstärke deine Verbündeten und versuche alle Stufen zu erkämpfen. Man nimmt eben im Ultra-Dimensions-Rush einfach mehrere
mehrere Charaktere mit. Ihr könnt mehrere Charaktere mitnehmen. Wie viele sind es dann hier? Zum Beispiel, ihr könnt hier, ihr könnt euch eure ganze Charakterliste Charaktere wählen, okay. Und dann könnt ihr gucken, okay, in den ersten Kampf kämpfen wir jetzt quasi gegen Bu, Satan und Trunks. Heißt, ihr könnt ihr Charaktere mitnehmen, Kampfmitglieder und Hilfsmitglieder, logischerweise. Die ersten drei, die ihr mitnehmt, sind dann eure Charaktere, mit denen ihr quasi kämpft. Deswegen lasst mich hier einfach mal kurz, genau, also ich nehme jetzt einfach mal dieses Team mit an der Stelle. Aber by the way, haben die eigentlich, die haben glaube ich keine Ausrüstung, wie es aussieht. Es sei denn, guck mal, ich hätte auch unten rechts auf Details klicken können. Dann zeigt es euch quasi an, was ihr in diesem Kampf beachten müsst und was nicht. Aber im Endeffekt kämpft ihr dann euch immer so hoch mit den Charakteren, die ihr habt. Wenn ihr, wie gesagt, jetzt die Charaktere, die ich hier benutzt habe, kann ich im nächsten Kampf nicht mehr nutzen. Also eigentlich wäre es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, Charaktere aufzusparen. Also Charaktere zu sparen und die für die eure besten Charaktere fürs Ende zu behalten. Ich habe das, wie gesagt, auch noch nie gemacht. Erste Mal, dass ich hier reingehe, beziehungsweise lasse ich hier gerade auf Autobutton, aber vielleicht sollte ich mal selbst rangehen, damit das nicht allzu lange dauert. Genau, im Endeffekt gibt es dann diese Speicher, die gucken uns gleich mal an, wo es die zu holen gibt, was es damit zu holen gibt, beziehungsweise es gibt diese Währungen, mit denen man sich Speicher holen kann. Nee, dankeschön, weg hier. Aha, wir haben hier Punkte erreicht, okay, Belohnung für den ersten Abschluss, bla bla bla. Aha, dankeschön, vielen Dank für die Punkte. Und jetzt haben wir quasi die Währung bekommen. Ah, und dann geht's sofort weiter. Sieht aus, als wäre ein neuer Startgegner aufgetaucht. Bevor du den nächsten Kampf ziehst, werde ich dir ein paar wichtige Informationen geben. Okay. Oder Dimensionsrush. Wenn alle Stufen innerhalb eines Rush erkämpft wurden, wird ein neuer Rush freigeschaltet. Alles klar. In den Stufen der höheren Rushs können zunehmend stärkere Gegner herausgefordert und neue Belohnungen erhalten werden. Okay. Mit Hilfe der Schaltfläche Neustarten werden die Informationen für den derzeit ausgewählten Rush zurückgesetzt und es kann ab der untersten Stufe erneut begonnen werden. Alles klar. Die erreichte Höchstpunktzahl und Informationen über erhaltene Belohnungen werden nicht zurückgesetzt. Wenn zum Zeitpunkt eines Neustarts die erfolgte Punktzahl erfüllt wird, können Punkte Belohnung, die bei früheren Herausforderungen nicht erlangt werden konnten, erhalten werden. Alles klar. Streng dich an, um noch höhere Stufen zu erreichen. Genau, und so kann man quasi weiterspielen, sich hochboxen, Freunde. Hier werden die Details angezeigt, was für Belohnungen es gibt, Herausforderungen und so weiter und so fort. Man könnte auch neu starten, wie gesagt. Wir gehen hier einfach mal raus. Ich kann dann quasi ab hier weitermachen und mich dann hochkämpfen. Wenn ich Rush 1 geschafft habe, schaltet sich Rush 2 frei. Aber von der Tauschbörse, wie gesagt, könnt ihr dann hier Speicher holen für die gewissen Ausrüstungen, ja. Ich könnte mir zum Beispiel jetzt durch für 100 Rush hier das für Beerus holen, Speicher für Beerus und im Endeffekt dann die Ausrüstung von Beerus erwecken. Apropos erwecken, gucken wir uns mal an, wie das Ganze mit dem Erwecken läuft. Und zwar wurde hier zum einen neue Menüpunkte hinzugefügt. Ausrüstungsarchiv könnt ihr eure Ausrüstung ansehen und gucken, welche Ausrüstung ihr erwecken könnt. Zum einen seht ihr dran, ich habe viermal die Ausrüstung von Beerus, könnte sie aber erwecken. Und was sich ändert, guck mal, bei dem Platz 1 vor dem Awaken ist es quasi maximal 30% Schlagangriff und danach ist es 40%. Also das ist quasi so ein Buff dann. Und wie erweckt ihr sie? Ihr klickt einmal hier auf Ausrüstungserweckung und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir brauchen, wie gesagt, Speicher und Materialien, um unsere Ausrüstung zu erwecken. Haben wir eben gesagt, Speicher bekommen wir eben aus der Tauschbörse, Ausrüstungen oder Fragmente an sich, die Materialien, die droppen ja aus gewissen Events. Genau, und das brauchen wir, um sie zu erwecken. Wir machen jetzt mal hier an der Stelle mit dem Beispiel hier von dem allerersten, vom allerersten Ausrüstung. Zuerst wählen wir einen Speicher aus. Okay, wir wählen jetzt erstmal Speicher für diese Ausrüstung aus. Wenn ihr auf Details klickt, könnt ihr einzeln über den ausgewählten Speicher erfahren, alles klar. In den Speicherdetails könnt ihr auch die einzelnen von was erweckt Ausrüstung ausprobieren, angucken, whatever. Jedenfalls hier können wir dann gucken, okay, das und das ändert sich, alles klar. Dankeschön, klicken wir nun auf Auswahl, um zum nächsten Schritt zu gelangen, auswählen. So haben wir jetzt quasi den Speicher ausgewählt und jetzt brauchen wir, hier könnt ihr Informationen über die zu erwecken Materialien ansehen. Jetzt brauchen wir die Materialien, als Materialien die Ausrüstung. Die für die Erweckung notwendigen Materialien unterscheiden sich je nach Speicher. Für Ausrüstung gibt es bestimmte Bedingungen, nur Ausrüstungsgegenstände, die Bedingungen erfüllen, können als Material ausgewählt werden, alles klar. In dem Fall drücken wir zunächst Schaltfläche, um die Erwecken, genau, klicken wir erstmal drauf und wir brauchen folgende Materialien, um diese Ausrüstung zu erwecken. So, jetzt, hey, das hat ihr gebraucht, du mein Freund. Lass uns Ausrüstungsgestell aussehen, die Bedingungen erfüllen, bam. Und dann drücken wir auf Bestätigen. Anscheinend sind andere Materialien vorhanden. Und in dem Fall brauchen wir so rote Fragmente. Ihr seht, es ist 10 von 10. Wenn ihr bei der Auswahl der Ausrüstung nicht weiter wisst, könnt ihr auch Auto-Auswahl klicken, um die Ausrüstung automatisch auswählen zu lassen. Alles klar. Lasst uns jetzt auf Bestätigen klicken. Das ist der Bildschirm für die Auswahl der Materialien, die für die Erweckung verwendet werden sollen. Alles klar, die Verwendung von Gegenständen als Material kann nicht rückgängig gemacht werden, also überlegt euch eure Auswahl gut. In dem Fall brauchen wir eben die 10 roten Fragmente. Nachdem ihr eure Auswahl nochmal überprüft habt, ihr klickt auf Erweckung, um die Erweckung durchzuführen. Alles klar.
Und so im Endeffekt erweckt man dann, wie gesagt, Ausrüstung. Die Speicher gibt es aus der Tauschbörse, Freunde. Fragmente gibt es oder die Ausrüstung selbst, logischerweise, gibt es natürlich aus gewissen Events. Erweckt Ausrüstung verfügt über mächtige Effekte, allerdings sind diese Effekte nur in bestimmten Modi aktiv. Einzeln findet in Ausrüstung Details. Alles klar. So viel zu den Erweckungen, Freunde. Lass uns noch zwei Sachen am Ende ansehen. Zum einen etwas wirklich sehr, sehr Geiles, was hinzugefügt wurde. Nämlich eine Suchleiste. Ihr könnt, by the way, Charaktere suchen. Ihr könnt auch Ausrüstung suchen, da geht wirklich alles mit der Suchleiste. Aber die Suchleiste, gucken wir es mal genauer an. Zum einen, wenn ihr natürlich den Namen eines Charakters eingibt, Goku, dann werden euch die Goku-Charaktere angezeigt, okay? Wenn ihr aber ein Komma dazwischen setzt, zum Beispiel Goku, Vegeta, dann sucht es euch Goku oder Vegeta-Charaktere aus. Boom, dann zeigt euch Goku oder Vegeta-Charaktere. Wenn ihr zwischen den beiden ein Und setzt, zum Beispiel Goku und Gohan, dann zeigt es euch Goku und Gohan Charaktere. In dem Fall hat das nicht funktioniert. Warum? Weil es gibt keinen Charakter, der Goku und Gohan heißt. Ja? Das ist wichtig, dass man die Operatoren kennt quasi, Freunde. Komma ist oder, also Goku oder Gohan würde funktionieren, aber Goku und Gohan funktioniert nicht. Nun, warum braucht man denn dann quasi das mit dem und? Ja, zum Beispiel, wenn ihr danach sogar nach Folge nehmt. Ihr könnt nämlich auch nach Charakterzugehörigkeit suchen, indem ihr ein Add davor setzt. Add Saiyajin. Und zwar, Saiyajin. Und dann zeigt es euch die Charaktere an, die zu der Charakterzugehörigkeit Saiyajin gehören. Ihr müsst aber davor ein Add setzen. Und wenn jetzt quasi, jetzt kommt das mit dem Und, ihr wollt einen Saiyajin suchen oder einen Charakter suchen, der ein Saiyajin ist und Goku heißt, dann bekommt ihr eben die Charaktere mit dem Namen Goku, die in der Charakterzugehörigkeit Saiyajin sind, Freunde. Das könnt ihr mit dem mit dieser Suchleiste machen, ist wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt euch die einzelnen Details hier nachsehen, Freunde, wie genau das mit der Suchleiste funktioniert, ist hier detailreich beschrieben, mit den Funktionen, nach was ihr suchen könnt, Freunde, Geschlecht, Seltenheit, Episode und, da gibt es wirklich sehr, sehr viel Element. Ihr könnt zum Beispiel auch suchen, hier ist ein Beispiel dran, wenn ihr Ad setzt, dann sucht ihr nach Charakterzugehörigkeit und oder Suche, ist ja auch am Start, zum Beispiel Son Goku und Ad Rot, dann zeigt es euch alle Goku-Charaktere, die den Element Rot haben und so sofort, Freunde. Guckt euch gerne mal hier rein, da stehen die ganzen Sachen drin. Ihr könnt auch, by the way, hier nach größer, kleiner gleich suchen. Zum Beispiel in dem Beispiel, wenn ihr euch Charaktere filtern wollt, deren Schlagangriff kleiner als 2000 sind, hier wie im Beispiel 2, dann filtert euch das auch raus. Also die Suchleiste ist wirklich sehr gut gemacht. Nehmt euch da ein wenig Zeit, damit ihr auf jeden Fall genau wisst, was ihr da zu tun habt. Und am Ende noch, Freunde, quasi zum Banner, ich wünsche euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück. Ich werde die Tage sammeln. Wir haben hier für 5 Tage 999 Siegkräfte aus diesem Banner nur für Gogeta. Die Sache ist, was haben sie in diesem Banner gemacht? Ich weiß, ob das in Zukunft genauso sein wird, aber es sind jetzt mehr oder weniger Featured und Nicht-Featured Charaktere, ähnlich wie in Dokkan. In diesem Banner sind 39 Spartan-Charaktere. Normalerweise sind ja immer nur die 5 neuen drin, aber sie haben das folgendermaßen gemacht. Nur der neue Vegeta hat in diesem Banner eine 1%ige Drop-Rate. In dem Fall sind Vegeta, Broly und der andere Broly auch featured, aber sie haben 0,25% Rate. Also sie haben weniger Rate als Gogeta. Also in dem Fall will man aus diesem Banner Gogeta ziehen und er hat die erhöhte Rate. Aber es gibt auch jetzt nicht featured Spartan Charaktere, die haben halt so nicht featured Rate, sage ich mal 0,0993%. Und ich weiß nicht, ob das in Zukunft so belastet wird, weil es gibt jetzt eine gute Anzahl an Spartan-Charakteren. Das wäre dann quasi wie Featured und Nicht-Featured in Dokkan-Battlen. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr das findet. Früher war es ja so, da waren quasi dann nur die 5 Charaktere, die Featured sind, hatten alle eine 5%ige Drop-Rate, geteilt durch die 5 Charaktere, wären dann 1% für jeden. Aber jetzt sind es quasi diese 5% aufgeteilt durch 39 Charaktere. Jedoch hat hier Gogeta oder die Featured-Charaktere haben noch eine erhöhtere Drop-Rate. Gogeta speziell, wie gesagt, 1%. Gogeta an sich, Freunde, ist ein guter Charakter. Man sollte ihn nicht schlecht reden. Ich hau mal kurz ein Single raus, bevor ich und ich erzähle ein bisschen was über ihn, was mir so im Kopf geblieben ist. Habe ich mir kurz angesehen. Er kann, wie gesagt, durch die Main-Ability zum Super Saiyan sich verwandeln. Er bufft sich wirklich ganz gut auf. Je länger er im Kampf ist, desto höher werden seine Buffs und die werden wirklich sehr, sehr gut. Wenn er in den Super Saiyan geht, dann und seine Main-Ability war das, glaube ich, aktiviert, dann verhindert er die Gegner daran, aber jeden Gegner, für 15 Sekunden waren das, wenn mich alles täuscht, dass sie sich auswechseln. Also der will dann wirklich hier 1 gegen 1 suchen. Und er kommt auch quasi mit einer Ability her, wo er direkt die Charaktere kontert, die auf einen zufliegen oder die eine Panzerung haben. Was meine ich damit? Zum Beispiel der Broly, der lila Broly. Wenn Lila Broly auf euch zufliegt und ihr Keyblast-Angriffe macht, der fliegt da durch. Also er bekommt zwar trotzdem Schaden, aber er
seine Animation wird nicht abgebrochen, er fliegt durch und greift euch an. Die Sache ist jetzt, bei Gogeta ist das folgendermaßen, wenn ein Charakter das gegen ihn macht, heißt, nehmen wir mal an, ihr habt Gogeta, und der hat hier by the way 3 Ultis, ihr habt Gogeta und jemand fliegt auf euch zu mit einer Kampfpanzerung, in dem Fall Broly, dann erhöht er den Schaden, den er macht, um 100%. Hier kommt die Hauptattraktion hier. Während gegnerische Panzerung aktiv ist, Fernschaden geht um 100% hoch. Also, wenn ein Broly auf euch mit der Kampfpanzerung zum Beispiel zu euch fliegt und ihr Fernschadenangriffe macht oder Keyblast, dann bricht die Animation von Broly zwar nicht ab, weil er Kampfpanzerung hat, aber Gogeta macht dir 100% mehr Schaden. Also Gogeta ist auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, Freunde. Ich würde ihn nicht schlecht reden, er ist wirklich nice. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück, wenn ihr für ihn sammelt. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Ging im Endeffekt, glaube ich, lange, aber es gab wirklich viel zu besprechen. Wir werden die Tage sammeln. Ich wünsche euch sehr viel Glück, wie gesagt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. War halt legit viel. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.